Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf euch herzlich zu einem neuen Video begrüßen. Heute machen wir Wer's Corner? Und ja, der erste Part kam ja richtig, richtig gut bei euch an, meine Leute. Und dementsprechend machen wir zumindest mal diesen zweiten Part und tasten uns mal langsam hervor, wie wir da so weitermachen. Und schauen uns das Ganze mal in Ruhe an. Wir haben leider Gottes gegen Real Madrid verloren. 4 zu 2. Es war gar nicht so schlecht. Unser letztes Testspiel war vom 12.02. Gegen Twente. Ich glaube, war das nicht die Anfrage, die ich gemacht habe? Ah, das haben wir verloren. Aber da habe ich auch keine Aufstellung abgegeben. Sieht man hier, wie wir gespielt haben? Ah, wir haben eh dieser hier. So, jetzt stehen wir hier. Wissen nicht genau, was wir tun. Unsere Taktik funktioniert noch nicht ganz. Wir haben. Welche ist denn heute? Heute unser nächstes Spiel. Wir müssen eine neue Aufstellung abgeben, Leute. Und ich habe jetzt auch schon verstanden, wie das mit Transfers geht. Da verhandelt man so per Nachricht. Danke für die tollen Kommentare unter meinem Video. War sehr, sehr aufklärend. Die Spieler haben eine versteckte Stärke. Das ist vielleicht auch noch interessant. Und ja, das muss man sich jetzt anschauen. Also unser nächstes Spiel. Hier im vierten Spieltag gegen Celta de Vigo. Das muss besser klappen. Das muss funktionieren. Und da müssen wir uns jetzt hier taktisch wirklich was Neues überlegen. Vielleicht sind wir noch nicht gut genug, um in meiner Wunschformation zu spielen. Dementsprechend dachte ich, gehen wir vielleicht doch auf eine Viererkette. Gehen wir doch auf eine Viererkette. Spielen vielleicht mit einem ZM mit zwei Flügelspieler, mit einem ZOM und mit zwei Stürmern. Also wir wechseln auf ein 3-1, auf ein 4-1-2-1-2. Ja. Ich dachte, wir probieren das mal so. Würde dann so ausschauen. Vielleicht ist das Rätsels Lösung, dass man doch ein bisschen defensiver noch rangeht. So, da bin ich wieder. Ja, wenn wir jetzt hier auf Deverson gehen, dann sehen wir, dass wir den 18 Millionen gezahlt wurde. What the fuck? 18 Millionen, das ist schon heftig. Aber schon 2016, damals war er wohl der Übershit. Wenn wir jetzt hier auf Saison gehen, dann sehen wir, dass in drei Spielen ein Assist hatte. Das ist gar nicht so gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Vielleicht sollten wir doch überlegen mit nur mit Morel, Solospitze. Ich weiß nicht, Leute. Zwei ZM, das wäre halt das klassische 4-2-3-1. Das wäre jetzt irgendwo auch langweilig, meiner Meinung nach. Ich würde trotzdem sagen, wir sind ein bisschen mehr auf Konter aus und wir pressen in der Abwehr. Ja, da will ich jetzt nichts sagen und Einsatz will ich jetzt auch noch nichts direkt sagen. Wobei ich jetzt vor allem von Rico, der so offensiv soll Vollgas geben, kleine Hund der. So. Und dann müssen wir uns mal wieder für Wechsel entscheiden. Und der ist natürlich ein bisschen schwierig. Pazelu, wie hast denn du so gespielt? Gar nicht gut. Da könnte man fast überlegen, da könnte man fast überlegen, ob man nicht doch irgendwie beim anderen eine Chance gibt. So. Wem? Nein, wir haben keinen guten RM als Ersatz. Raba könnte man. Man könnte ihn. Wir werden ihn einwechseln. Wir machen das so, aber wir machen eben für. Wo haben wir dich denn? Da. So, relativ früh, sehr gut. Ein Kudu für Inter. Würde ich jetzt heute mal nicht machen. Heute, also in dem Spiel, würde ich gerne einem aufstrebenden Nachwuchsspieler die Chance geben. Für Lucas Evangelista. Der soll aber erst relativ spät kommen. So, ich sag mal so, der letzte Wechsel. So, gibt ein Debüt unter mir. So, für alles drum und dran. Und dann wollen wir mal wirklich
noch irgendwie Pinner zum Beispiel die Chance geben. Ja, geben wir Pinner noch die Chance. So. Wo haben wir denn den süßen kleinen Pinner? Pinner, 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 Pinner. Und dann machen wir hier Pinner für quer. So. Das ist doch mal gut. Kapitän Cassio hat einen Fehler gemacht im letzten Spiel. Das können wir uns ja noch kurz anschauen. Ich weiß nicht, ob wir nichts sagen. Unter mir, ja, ändert sich immer ein bisschen was. Das muss man halt auch akzeptieren. Und ich sage jetzt einfach mal. Wen könnte man die Kapitänsschleife geben? Eigentlich hier so Sydney wäre eine gute Überlegung. Oder einfach mal Rico. Rico, ich weiß nicht. Oh, Escudero hat halt eine richtig gute Bewertung. Auch als LV oder LM. Wie hat Inze da so? Ja, der ist eh auch da. Der ist eh auch da. Aber vielleicht statt Rico, der gar nicht brilliert hat, könnte man sich überlegen, Escudero aufzustellen. Könnte man sich. Wir könnten noch. Ja. Nein, ich lasse das jetzt mal so. Ich lasse es auf jeden Fall jetzt mal so. Das sollte mal so passen. Dementsprechend speichern wir das. Wer ist natürlich in dieser. Ah, wir haben heute auch ein Jugendspiel. Da können wir auch mal direkt was abgeben. So. Unsere Jugendmannschaft sollte sich natürlich irgendwo ein bisschen an unserer Offensivmannschaft orientieren. Das tut es auch direkt, weil es das hier übernommen hat. Das gefällt mir. Und hier müssen wir jetzt mal ein bisschen was durchschauen. Wir müssen ein bisschen was durchschauen. Man kann anscheinend Spieler hochziehen. Das wurde mir auch erklärt. Das passt. Da kenne ich mich jetzt aus. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier so haben. Wir haben einen aufstrebenden 22-jährigen Torhüter, Tomasco Cucetti. In der Startelf aktuell ist aber Garofolini, unser italienischer Torhüter, sehr interessant. Der hat auch die Kapitänsschleife. Ich würde aber jetzt trotzdem mal hier Cucetti aufstellen. So, richtig viele Torhüter. Vielleicht sollte man da auch mal so irgendwie auf den ganz Jungen setzen. Dann müsste man sich auch mal ein bisschen mit dem realen Fußball beschäftigen. Gut. Wir haben. Zwei nominelle Linksverteidiger, Javier Marsen und David Mata. Beide vom Marktwert her gleich. Marsen hat sich jetzt schon ein bisschen bewiesen, sage ich mal. Mata super jung mit 18. Nehme ich mal an, hat eine bisschen schwächere Ausgangsposition von der Wertung her. Dementsprechend würde ich hier jetzt mal Marsen aufstellen. Aber schon mit. Oder Mata? Nein, ich mach mal Marcel. Ich mach mal ihn. So. Dann haben wir nominelle Innenverteidiger. Zwei ganz aufstrebende. Zwei ganz gute. Das passt schon mal. Da kann man auch direkt. Ja, und ja. Das passt so für mich. Dann mit Pizziman. Oder Pizziman. Den nehmen wir. Den lege ich mir jetzt mal hier ab. Den nehmen wir mit. So, dann hat man Angel Lopez, Alvaro Martin, Christian Just, da hat man auf jeden Fall was Junges auf Reserve. Ich habe auch irgendwelche Spieler angeboten, also es wird bald zu Transfers kommen, ich weiß gerade nicht welche. Müssen wir dann schauen. Hat mich jemand angeschrieben und da machen wir einen Spielertausch. Ich kriege einen Jugendspieler und einen normalen Spieler. Richtig cool, dass man hier so wirklich mit realen Menschen halt verhandelt. Das macht eigentlich Spaß. Ich will hier mal Frances die Chance geben. So. Mal ein bisschen experimentieren, Leute. Ein bisschen experimentieren. Wir haben zwei DMs. Sandro Bordin, der aber ein bisschen runtergeht, aber immerhin ein Tor, zwei Vorlagen hat. Den würde ich jetzt da auch einfach mal aufstellen. Ist hier auf jeden Fall schon ein bisschen angekratzt mit der Fitness. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall mal einen relativ frühen Wechsel im Kopf schon mal hinterlegen. Ah nein, für, dann habe ich ja vertauscht das letzte Mal. So, da haben wir ja eh gleich einen zweiten DM. Das ist Francho Serrano. Der wird dann auf jeden Fall kommen. Mit Totti. Ah, die sind ZMs und haben. Totti ist reiner ZM. Ich spiele auch super gerne eigentlich mit ZMs und nicht mit DMs.
Aber ich denke mir, dass wir irgendwas Defensives brauchen. Wir könnten uns auch überlegen, ohne OM zu spielen und mit zwei ZMs, das. Wie gesagt, jetzt bin ich in der Experimentierphase. Jetzt bin ich in der Experimentierphase. Das heißt aber für Totti natürlich dann keine. Einwechselchance. Was haben wir hier so? So, ich muss das nur mal ganz kurz so für mich überall mal auf Standard geben und dann hier mal auf Voll. Der soll Vollgas geben, wird eh ausgewechselt. Gut. Hier nehmen wir aber jetzt mal Serrano. Oder nehmen wir mit der das als Zweit. Chance hat, oh, Tavares schaut gut aus für einen Wechsel. Ja, machen wir das so. Tavares. Hier haben wir ihn. Tavares. So. Sehr gut. Dann ZOM. Wen haben wir denn da? Also als OM auch spielen könnte Tavares. Der könnte auch OM spielen. Hat schon einen Assist. Das würde passen. Nacho Alastue könnte das auch. Ansonsten haben wir mit Mehmeti einen nominellen, dann haben wir mit Vela einen zweiten nominellen. Michael Almeida könnte OM spielen, ist aber grundsätzlich Mittelstürmer, genauso wie Rai Nascimento. Und Michael Almeida, der hat schon zwei Tore gemacht, der wäre was für die erste. Den lassen wir jetzt einmal hier im Mittelsturm stehen. Perfekt, und den schauen wir uns mal an für die erste. Und genauso ist ein Sturmpartner und ich würde einfach mal schauen, wie schaut es aus mit Kombi? Nein, Carbonell soll kommen, so. Für RRI. Genau. Ah nein, hier muss ich ja reinschreiben, wen. Puh, es ist noch alles sehr frisch für mich. Kombi bekommt die Chance für Reihe. So. In der 65. Minute. So. Und dann ein Last-Minute-Auftritt in der 84. Da soll kommen. Ich muss nur hier kurz schauen, dass ich Kombi auch mitnehme. Perfekt. Wer ist denn noch fitnessmäßig? Gar nicht da. Ich weiß, ich habe die Flügel noch nicht angeschaut. LM. Ah, hier. Okay, der ist fitnessmäßig gar nicht da. Und ist nicht mal ein LM. Das würde ja gar nicht passen. Haben wir keinen LM? Oh ja, wir haben einen einzigen LM und der ist verletzt. Oh Gott, wir haben keinen LM. Das heißt, wir müssen ja. Und wir haben LA, könnte Reihe spielen. Also. Egal. Wir müssen jetzt kreativ werden. Ja, oder wir machen schon. Aber Keseda hätte ich gern hier. Keseda, dann könnte man hier. Keiner ist passend, ich weiß, keiner ist passend. Zu einziger LM ist bis 29. verletzt. Oh nein, gar nicht so geil. Kann hier noch vielleicht der LV ist LM spielen? Nein. Auch nur RM im besten Fall. Ja, da muss man sich jetzt mal probieren. Wir sollten uns nach einem LM-Jugendspieler umschauen. Brauchen wir auf jeden Fall einen zweiten. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wir geben jetzt Diego Marin die Chance. Soll das probieren? Es ist nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung und wir brauchen auf jeden Fall. Wir müssen hier eine Verletzung verhindern. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Wechsel. Dann haben wir denn der RM spielen kann. Altimira könnte das. Marin, haha. Gehen wir nochmal kurz runter. RA, ROM, Mikkel Almeida. RM. Altimira, ja, dann machen wir das so. 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 Wo haben wir ihn? Hier. Aber das machen wir nicht zu spät. Das machen wir auf jeden Fall
sollte das einer der ersten Wechsel sein, vielleicht sogar schon zur Halbzeit. So. Cool. Und das soll es jetzt mal so sein. Unser Teamkapitän hätte ich jetzt gerne Almeida, der vielleicht hochgezogen wird, wenn der jetzt wieder boomt. Freistöße soll. Bei mir macht das standardmäßig eigentlich mein ZOM. Und Elfmeter soll auch Almeida machen. Sehr cool. Dann speichern wir das mal. Perfekt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, das heißt, wir haben jetzt für dieses Spiel gegen Celta Vigo. Schauen wir uns mal den Kader noch kurz an. So, Markus Kuster. Ja, die haben jetzt auch nicht den großen Kader. Da sehe ich jetzt wirklich eine Möglichkeit für uns. Da muss man halt jetzt noch mal, da muss man jetzt auch wirklich mal Vollgas geben. Wir probieren eine neue Formation. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwie, ein Testspiel auszumachen. Irgendwo ging das. Ich finde den Weg wieder. Nein. Ha. So. Spiel anfragen. Und da gibt es jetzt anscheinend auch die Möglichkeit, alle zu nehmen. Anscheinend. Ich setze jetzt mal an, für heute ist der 13. Weil das kostet anscheinend keine Energie, das ist richtig cool. Wir haben es jetzt 9, machen wir mal 13 Uhr. Kommentar. Hi, will wer testen? Probiere eine neue Taktik. Und wenn ich jetzt so auf Ansetzen klicke, geht das an jeden? Interessant. Interesting. Super interessant. Wir könnten jetzt noch ganz kurz. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach mal in die freien Vereine schauen. Mit Zaragoza, das wird nichts bei mir. Valencia wäre frei. Das wäre halt schon heftig, aber da braucht man auch eine Top-Bewerbung. Aber ich bin sehr zufrieden bei mir. Nein, ich würde gerne noch kurz in freie Jugendspieler irgendwie reinschauen, aber ich habe es letztens irgendwo gefunden. Ah, ich habe eh eine Transfersperre. Ich darf ja gar nichts machen. Ich habe eine Transfersperre. Leute, ja. Das war's für heute. Wenn ihr weiterhin den WS Corner sehen wollt, dann gebt mir da Bescheid. Dann machen wir das. Und ansonsten würde ich sagen, gebt einen Daumen nach oben. Ich mache mal ganz kurz groß. So. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier findet ihr meinen Hauptchannel. Da kommen so normal, also keine Gaming-Videos. Und hier irgendwo ist ein vorgeschlagenes Video für euch. Leute, ihr kennt auch die ganze Geschichte. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Ich freue mich über jedes Abonnement auf beiden Kanälen. Bis dahin würde ich sagen, Leute, tschüss.